Hey, was geht, Leute? Das ist Jay. Und das ist Arya. Und zusammen sind wir Legendary Films. Willkommen zur neuen Folge von Jay vs. Arya. In der heutigen Folge Marvel vs. DC. Ich übernehme Marvel. Ich werde den Standpunkt DC vertreten. Und, damit es nachher keine Streitigkeiten gibt, wir beziehen uns nur auf die Filmuniversen. Ja, genau. Also nur auf die Filme. Also Comics sind raus, weil das hier ist ein Filmchannel. Bevor irgendwer von irgendeiner Ecke mit so einem Kick angeflogen kommt. Und hey! Hey, in den 50ern ist aber das passiert. Ja, genau. Are you ready? Two. Rumble! Sind wir das nicht alle? Sind wir das nicht alle? Würdest du lieber in der Marvel- oder in der DC-Welt leben? Was reden wir von MCU und DCU? Zum Beispiel? Ich schätze mal, im Marvel-Universum war alles so ein bisschen lockerer, flockig abläuft. Ich habe das Gefühl, dass im DC-Universum arbeitest du ungefähr 30% härter für denselben Gehalt. Alles ist so ein bisschen düsterer so. Und so, ich glaube, das Wetter ist da auch öfter schlechter als im Marvel-Universum. Also ich glaube, das ist gar nicht so dumm, das so zu denken. Ich denke mal so, man wäre automatisch ein bisschen lustiger im MCU. Ja. Das würde unseren Job ein bisschen erleichtern. Genau. Welches der beiden, würdest du sagen, hat die bekannteren Helden? Also ich bin ja gerade Team Marvel. Ja. Aber ich kann ja auch nicht lügen. Spider-Man ist auf jeden Fall zwar mit vorne dabei, aber ich glaube, der berühmteste Superheld überhaupt ist Superman. Ja. Da musst du gar nichts kennen. So ein Typ, der voll super ist, wäre schon Superman. Mhm. Also ich finde es super, dass du meine Meinung vertrittst und nicht deine. Und daher, ich würde behaupten, dass Superman der bekannteste ist. Ich glaube, jeder kennt Superman. Er ist so der generische Superheld. So, wenn du dir Superhelden vorstellst, ohne einen Namen, stellst du dir eigentlich Superman vor. Also ja, du stellst dir so einen Typen vor in einem Cape, der fliegen kann und stark ist. Ich meine, Spider-Man holt gerade auf. Sehr bekannt ist er jetzt schon. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass Avengers Endgame der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden ist. Und Spider-Man ist damit dabei. Und Spider-Man führt diese Story fort. Ja. Wir werden uns wohl nie einig werden. Okay. Wer würde gewinnen? Justice League oder Avengers? Uff. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, die Avengers sind alle, die in Endgame vorkamen. Ja gut, das sind so Tausende. Aber wir reden jetzt so von den Core Avengers und den so Civil War und Avengers. So Avengers. Civil War ist schon ganz gut. Avengers. Ja, genau. Ich glaube trotzdem ist es für euch echt schwierig, weil wir haben halt Superman, was ich meine. Das heißt, da kann Captain America kommen, da kann Black Panther kommen. Aber ey, andererseits, woher willst du nicht wissen, dass Iron Man einen Kryptonit-Anzug baut? Und also, dann kann ihm Superman gar nichts mehr. Wenn wir davon ausgehen, dass beide bewaffnet sind mit den Gegenständen aus ihren eigenen Universen, dann gibt es kein Kryptonit für Iron Man. Aber die müssen sich ja irgendwo treffen. Okay, ja gut. Wir müssen ja schon die Welt mit einbeziehen. So, okay, das okay. Macht ja die Charaktere aus. Okay, also ich glaube, Batman würde... Was, alles an Kryptonit aufkaufen? Er müsste es nicht aufkaufen, aber er würde einfach schon vorher... Digga, Batman mit genug Planung würde allein komplette Avengers fertig machen. Okay, aber wir haben Hawkeye. Wolltest du ein gutes Argument sagen? Ich sag mal so, wenn wir Kryptonit haben, haben wir eine Chance. Selbst dann haben wir Green Lantern. Und Green Lantern kann mit seinen Gedanken alles erschaffen. Ja, das ist schon dumm. Hawk ist sehr stark und groß. Aber Superman knockt ihn aus. Achso, ihr habt Kryptonit, willst du gerade sagen. Genau. Mhm. Wonder Woman kann ja auch euren stärksten Helden ausnocken. Weiß ich nicht, ob sie Hulk ausnocken kann, weiß ich nicht. Sie würde ihnen das Leben schwierig machen, wenn die so zusammen wären. Achso, vergiss mal ganz kurz. Wir haben Flash. Was wollt ihr eigentlich? Aber haben wir eigentlich die Infinity Stones? Weil wenn ja, dann... Nein. Okay. Warum? Weil dann wärt ihr nur noch zur Hälfte da und Superman wäre nicht mehr am Start. Also ich merke schon, um diesen Kampf zu gewinnen, müsst ihr die ganze Zeit Hilfsmittel ranziehen. Ich merke schon. Na gut, okay. Verdienter Sieg geht an euch. Aus allen DC-Filmen und allen Marvel-Filmen, welche Seite hat die besseren Filme? Oh... Also, zu Beginn war es definitiv nur DC. Beginn. Ja, ja. Ich kann mich nicht an einen guten irgendwie Thor, Doctor Strange, Spider-Man oder irgendwie so einen Film erinnern. Dann ging es los. Ich fand eigentlich die Spider-Man-Trilogie, die war schon ziemlich nice. Die hat auch sehr meine Kindheit so geprägt. Ja. Die habe ich echt sehr oft angeguckt. Dann kam aber natürlich wieder DC und hat mit The Dark Knight bis heute laut IMDb einer der weltbesten Filme. Ja, also ich würde behaupten, DC hat ohne Diskussion den einen besten Film. Genau.
schon mal. Auch wenn ich gerade Team Marvel bin, ja. Gegen Dark Knight kann ich nichts sagen. Ja. Aber andererseits hat es definitiv Marvel geschafft, eine viel bessere Reihe an Filmen aufzustellen und kontinuierlich einen Brett nach dem anderen rauszuhauen. Und ich würde wirklich sagen, dass Endgame an so einen Film wie Dark Knight rankommt. Dark Knight ist immer noch besserer Film, wahrscheinlich. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass er weniger Anlauf gebraucht hat, um so ein Film zu sein. Ja. Endgame ist ja gerade gut aufgrund des ganzen Vorlaufs, der Bindung zu den Charakteren und Geschehnissen und zu der Welt und. Mhm. Marvel-Filme im Marvel Cinematic Universe sind trotzdem einige echt geniale mit dabei. Im Normalfall würde ich dir absolut zustimmen, aber dadurch, dass ich gerade Team DC bin, muss ich mich ja gerade verteidigen. Deswegen müssen wir erstmal drüber reden, was definiert denn überhaupt, was definiert denn überhaupt einen guten Film? Einen guten Film. Also wenn es jetzt darum geht, Oscar-nominierte Filme oder sowas, also es gibt direkt noch einen Joker-Film, der auch schon dabei ist. Da kann ich auch wirklich nichts gegen sagen. Der Film war genial. Warte, was haben wir noch? Habt ihr? Arnold Schwarzenegger und George Clooney als Batman und Freezer? Ich sage ja nicht, dass alle Filme cool sind. Sagen wir mal so, ist, glaube ich, ganz gut ausgeglichen. Ihr habt Dark Knight und Joker. Mhm. Und wir haben den erfolgreichsten Film der Welt. Also wenn es jetzt um... Ja, trotzdem. Marvel hat trotzdem gewonnen. Welches der beiden hat die interessanteren Superkräfte? Es gibt ja so unendlich viele Charaktere. Ja, ich wollte gerade auch versuchen zu argumentieren, aber im Endeffekt, ich glaube, was das betrifft, sind DC und Marvel so weit... So kreativ einfach beide gewesen. Ja, also ich glaube, teilweise über die Jahre haben die sich auch gegenseitig kopiert. Sachen abgezogen. Ja. So. Das heißt, im Endeffekt würde ich sagen, haben beide ein sehr ausgeprägtes Arsenal von Superkräften. Genau. Aber DC ist besser, weil... Marvel cooler ist. Was? Welches der beiden hat die besseren Bösewichte? Und ich würde erstmal sagen, wir haben Joker. Ihr habt eigentlich schon verloren, aber... Also ich muss sagen, spätestens ab Infinity War... wurde es sehr interessant, was auch Bösewichte angeht. Einfach allein schon, was für einen Tiefgang Thanos bekommen hat. Du konntest einfach Thanos richtig nachvollziehen. Die haben richtig so diese Bindung auch noch zu Gamora aufgebaut. So ein Scheiße, Mann, der hat doch dann doch ein Herz und Plan und er kann doch einfach eigentlich gar nicht anders. Aber boom, Scheiße, Mann, er ist doch ein Motherfucker. Ja, aber wir haben trotzdem Joker, deswegen weiß ich genau, was du eigentlich willst gerade. Die Fragen sind richtig gemein. Ich bin auf dieser Seite, aber was soll ich gegen Joker sagen? Also ja, okay, Thanos ist ein interessanter Charakter auf jeden Fall. Aber ich würde behaupten, dass aber viele, nicht alle, aber viele Bösewichte aus dem Marvel Cinematic Universe sind so einfach die böse Version von dem Guten. So, so es gibt so Black Panther und dann gibt es so diesen anderen Black Panther. Dann gibt es Captain America und dann gibt es halt Red Skull, der auch so ein Serum bekommen hat, bloß sein Gesicht ist so feurig geworden, rot geworden. Also ihr habt Loki und ihr habt Thanos. Und ich würde auch noch sagen, ihr habt Otto Octavius aus Spider-Man, habt ihr zum Beispiel auch. Interessant, aber allein alle Batman-Bösewichte, die es gibt, sogar ohne Joker, Bane, wir haben Two-Face, wir haben Riddler, wir haben so... Ja, ich versuch's gar nicht, was Bösewichten angeht. Ich würde sagen, dass DC stärker aufgestellt ist mit dem kleinen Sternchen, dass ich auch gerade für DC streiten muss. Letzte Woche hatten wir auch eine Diskussion und zwar ging es darum, wie man The Purge überlebt. Falls ihr das Ganze sehen wollt, dann klickt den Link unten in der Infobox. Oder einfach hier. Oder ihr schaut bei unserem Podcast vorbei, hier ein Clip. Oh nein, ich hoffe, der Amerikaner kommt jetzt nicht mehr raus. Ich sag's jetzt einfach mal. Okay. Ich würde behaupten, Gatorade ist gesünder als Powerade. Genau, und falls ihr noch Themen habt, die wir in kommenden Folgen diskutieren sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten würden wir sagen... Haut the reason. Pasen.